Herzlich willkommen zu unserem Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diesen Kurs. Wir hatten uns das letzte Mal eine Listbox angelegt oder beziehungsweise so ein Widget mit einer internen Liste, hatten die Methode Insert kennengelernt, um dort Elemente einzufügen. Und jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen interaktiver machen. Wir wollen, dass wenn der Benutzer die Liste anklickt, irgendetwas auf dem Bildschirm erstmal passiert, und dazu brauchen wir die Methode get, und das werden wir uns jetzt ansehen. So, wir hatten die Listbox, wir haben die Elemente eingefügt, wir haben die Bilder, und jetzt muss ich dem Label sagen, wechsle bitte dein Bild, wenn der Benutzer ein anderes Element als Ameise anklickt. Aber wenn er auf Ameise zurückklickt, dann natürlich auch, das muss die Ameise wieder erscheinen. Das Ganze soll dann als Kommando in den Button hinein, hier, so, und ich muss mir dann zuallererst einen entsprechenden Befehl schreiben. So, wie mache ich das? Ich brauche eine Variable, die nenne ich LC. Und LC, da hole ich mir aus der Listbox, aus der Liste, hole ich mir etwas heraus. Das mache ich mit einem Get-Befehl. Und normalerweise, der Get-Befehl gebe ich an, erstes Element, letztes Element, und dann gibt er mir alle dazwischenliegenden Elemente mit dazu hin heraus. Also wenn ich, was weiß ich, eine Liste von 20 Elementen habe und ich sage, tippe hinten in die Klammer ein 5 und 12, so, dann gibt er mir alle Elemente dazwischen auch mit aus. Das heißt, ich bekomme eine Liste zurück. Ich möchte aber nur das ausgewählte Element hier haben. So. Und dann tippe ich hier hinten ein Active und dann bekomme ich nur das ausgewählte Element. So, das ist das Erste, was ich machen muss. Jetzt muss ich das vergleichen. Ich muss wissen, was steht denn da drin. Und das mache ich, indem ich LC abfrage, ob dort zum Beispiel Ameise drin steht. Und wenn Ameise drin steht, so, dann muss der mir das Label 1, oh, bitte beachtet nicht, dass ich hier unten noch so ein Rest-Code-Fragment drin habe, das kommt von früher her, Label 1 und dann in eckigen Klammern dahinter und in Anführungsstrichen Image, das heißt, ich weise dem Bild von Label 1 etwas zu und da kommt dann jetzt mein Bild Nummer 1 rein. Jetzt mache ich das mal weg, das stört hier doch irgendwie. So, das ist das Erste. Wenn das nicht wahr ist, auf, also ein else if, ein elif, und jetzt frage ich ab, ist das denn gleich Ameisenbär? Und wenn das wahr ist, dann setzt du mir Label 1 wieder Image auf das Image 2. So, und ihr könnt euch vorstellen, jetzt kommt das Ganze noch einmal und noch einmal und noch einmal und ganz zum Schluss bei dem letzten Element, das wäre ja dann das allerletzte, kann ich mir die Abfrage ersparen durch ein else. So, aber Ameisenbär müssen wir jetzt hier bei dem in Mandel umwandeln. Mandel. Und genauso müssen wir hier eine 3 eingeben. Dann müssen wir hier zum Beispiel einen Apfel eingeben. Es soll also ein Apfelblatt sein, obwohl das nicht so aussieht bei mir. In meiner Jugend sahen die Apfelblätter anders aus. Bakterie. Und mit Image 5. Und ganz zum Schluss soll das Label 1
auf das sechste Bild gesetzt werden, das Ganze ohne Abfrage. Gut, damit haben wir unseren Befehl definiert. Den setzen wir jetzt beim Button mit rein. Punkt Command ist gleich Wechsle Button. Ja, und habe ich da irgendetwas vergessen? Ich glaube nicht. So, Label ist gleich Bild. Ja, das sieht gut aus. So, dann speichern wir das Ganze mal ab und machen einen Probelauf. Mal sehen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Command Wechsle Button is not defined. Da habe ich wohl einen Fehler gemacht bei der Zuweisung. Wie habe ich denn mein Wechsle Bild? Bild A. Gut. Ah, das sind diese Flüchtigkeitsfehler. So. Jetzt macht er mir das. Wunderbar. Und gucken wir mal. Siehst du wohl. Also, das wechselt der. Jetzt kann ich hier Mandel, macht er auch. Apfel macht er auch. Bakterie macht er. Gehirn macht er. Wunderbar. Und kriege ich meine Ameise zurück. Super. Gut, so, ihr habt das gesehen. Ich frage ab mit get, was für ein aktives Element ausgewählt ist. Und dann gibt er mir genau den Listeneintrag zurück. Also den String, die Zeichenkette Ameise, wenn ich die Ameise anklicke als Zeichenkette und so weiter und so fort. Ich kann mir das eine Variable speichern und kann dies alles hier dann abfragen lassen. Wir werden im übernächsten Video noch eine einfachere Möglichkeit kennenlernen. So, aber als allererstes eben mit get kriege ich das aktive Element. So, das war's auch schon. Jetzt habt ihr gesehen, wie man Funktionalität zu einer Liste mit dazu bringt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dann zeige ich euch, wie man eine Scrollbar für die Liste schreibt, damit man das schöner hoch und runter scrollen kann. Das wird besonders wichtig, wenn dann die Liste sehr, sehr lang wird mit 20, 25, 30 Elementen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid wieder ein Stück weit klüger geworden, habt mehr Gedanken entwickeln können, was man alles damit programmieren könnte. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Falls ihr Fragen dazu habt, dann bitte unten in die Kommentare reinstellen. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich zu antworten. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder.